holen wir uns jetzt das Ding wieder. Da wäre ich ja stark für. Ich spring den so auf den Kopf, ne? Ich mach den so fertig. Oh, wir haben aber keine Waffen. Scheiße, aber er ist alleine. Er ist alleine und wahrscheinlich unbewaffnet. Oh Gott. Na, wo bist du? Ja, ja, guck da, guck da, guck da. Nein, 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 nein. Nein. Scheiße, wo ist er hin? Wo ist er hin? Wir folgen ihm unauffällig. Ha! Alter, hab ich mich verjagt. Sie wissen nicht, wann es genug ist, was? Dann mal los. Alter, hab ich mich erschrocken. Immerhin etwas. Ja! Hallo, Jungs. Auf die Fresse gibt's, Alter. Schnauze, Alter. Ja, geil. Richtig geil, Alter. Und jetzt die Schnauze gibt's jetzt hier. Oh, Mist, 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 Mist. Auswahl. Hä, ich hab doch. Drecksack. Ich geb dir gleich Drecksack. Nein, nein, oh Gott, 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 oh Gott. In den Schritt, in den Schritt, in den geilen Schritt. Oh. Oh, nicht, 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 nicht. Jetzt, mein Gott! Was hält er denn aus? Sehr gut. Boah, danach würden mir so die Fäuste wehtun. Unmenschenschläger. Unmensch. Ach du Heilige. Alter. Ja, gib mir eine Waffe. Mist, 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 Mist. Ja, komm, komm, komm. Ja, geil. Hey, mal schauen. Ja, ich komme. Tschüss. Das war eine Art Touristenattraktion. Okay, hier durch. Oh nein, der wartet doch da gleich wieder auf der, an der nächsten Ecke, oder? Charlie mit dem Ganzen zu tun. Er hat uns bei der Sache geholfen. Einen Moment, hat? Ist er tot? Nein, nein. Er und Chloe. Was, Chloe auch? Ja, aber sie stiegen aus, als Cutter sich das Bein brach. Er brach sich das Bein? Ja, zum Glück hat er sich bei dem Sturz nicht das Genick gebrochen. Ihm geht's gut. Ja, also immer noch besser als zu verbrennen. Ich wäre auch gesprungen. Nicht hilfreich. Okay, dann sagt mir jetzt endlich, wonach ihr wirklich sucht. Das... Komm her. Sally, sieh dir das an. Glaubt, ich sind wir los. Was haben wir da Schönes? Wir sind wohl direkt in den Geheimeingang gestolpert. Oh, wirklich beeindruckend. Ohne Ausrüstung bringe ich da keine 10 Pferde runter. Frag doch den Teppichhändler von eben. Nee, ich meine Knarren, Waffen. Er ist doch gar kein Teppichhändler. Ah, wirklich. Hey, pass aber auf dich auf, okay? Ja. Okay, im Ernst, was erzählst du warum mir da sagst du mir nicht Zeug die Wahrheit? Die Kerle sind nicht wegen historischer Forschung hier und du auch nicht. Es geht um diese Marlowe, habe ich recht? Ja, aber sieh dir das hier an. Ich habe sie endlich. Und es ist, wie ich gesagt habe, das wurde zu dem. Und das brachte uns her.
Zu einem Loch in der Erde. Wie immer. Nur vom Feinsten. Komm, gib es zu. Du liebst das hier genauso sehr wie ich. Nein. Nein, nicht mehr. Wirklich? Na gut, dann... Wie wär's, wenn du einfach gehst? Was, ich? Ich soll gehen? Echt lustig. Schrotflinten? Warum nicht? Was zum... Was? Er hatte nur zwei. Toll. Na gut, dann helft mir jetzt mal. Und hopp. Bereit? Ein langer, harter Weg. Ja, witzig. Was? Nichts, es wird lang und hart. Wollen wir? Okay, Jungs. Geheimer Eingang zu was? Was ist da unten? Das lässt sich herausfinden. Wieder keine Antwort. Hast du was anderes erwartet? Kapitel 11. Wie oben, so auch unten. Okay, dass das jetzt hier reiner Zufall war, ist ja schön und gut. Aber die Typen sind wir doch im Leben nicht los. Im Leben nicht. Ich meine, also bitte. Kommen die? Und wir kommen nicht wieder raus. Alles in Ordnung. Kommt runter. Warum ist Nate der einzige Unterknarre? Ja, das muss es sein. Oh, oh, oh. Nee, was wollte ich sagen? Warum ist denn... Was hat Sir Francis eigentlich so weit draußen gemacht? Er war auf einer Geheimexpedition für Queen Elizabeth. Ja, auf der Suche nach Ubar. Ja, dem Atlantis der Wüste. Hier? Unter dieser Stadt? Nein, 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 es ist mitten in der Rub-Al-Khali-Wüste. Sagt man nur, wo man es finden kann. Angeblich. Aha. Drin scheint eine Art Mechanismus zu sein. Oh nein. Und wie soll ich den bitte triggern? Wartet mal, das hat Francis Drake auf die Karte gezeichnet. Aha. Sorry, wenn ich zwischendurch... Doch mal. Das sind die gleichen Säulen. Okay. Francis Drake hat das aufgezeichnet, als er hier unten steht war. Steht da, wie wir den Eingang finden? Ziemlich kryptisch, aber ich krieg das schon hin. Die Löcher sind wohl wichtig. Ich wette, wir müssen den richtigen finden. Und wie stellen wir das an? In diesem Raum sind überall Löcher. Es muss noch einen Hinweis geben. Schaut euch um, wir übersehen etwas. Okay. Sorry, wenn ich zwischendurch da dazwischen quatsche, aber ich weiß ja nicht, wann die was sagen. Es tut mir leid. Wo sind hier jetzt noch Löcher? Also hier sind überall Löcher, aber wo übersehen wir denn etwas? Das ist so ein riesiger Raum mit so vielen Möglichkeiten und hier könnte überall was sein. Ach ja. Ich wollte mir für solche Passagen im Spiel meinen Guide hier auf den linken Monitor packen. Wo? Aber vielleicht schaffen wir es ja auch ohne. Das ist Henochisch. Das ist bestimmt von Drake. Kannst du es entschlüsseln? Ja, ich versuch's. Mhm. Der Mond zeigt den Weg. Der Mond? Hier unten. Ich bleibe auf keinen Fall hier, bis es dunkel wird. Ich wette, es ist ein Rätsel. Ich schreibe es auf die Karte. Du kritzelst auf Sir Francis 400 Jahre alte Karte? Was? Ihn stört's nicht. Bleibt ja in der Familie. Ja. Stört's nicht. The moon will show the way. Vor allem mit einem fetten Rotstift, weißt du? Und der hat eine schöne Handschrift. The moon. The moon. Where are the moon? Da wurde ein Symbol in den Boden gekratzt. Ja, hier. Das ist doch the moon. Wenn ich hier Hallo. Stehe... Ja? Dann sind das diese... The Moon.
Sind das diese drei Säulen hier? Ich probiere es mal. Es tut sich aber nicht. Noch nicht. Das ist ja ein Mechanismus. Sprich. Irgendwelche Ideen? Es tut sich aber nicht. Er hat drei der Säulen markiert. Ich denke, wir müssen alle drei Hebel ziehen. Gleichzeitig? Ich stecke meine Hand nicht in so ein Loch. Okay, los geht's. Wir müssen die Hebel gleichzeitig ziehen. Ja, gut. Ja, los. Ja. Sully. Das... Hallo, gleichzeitig. Hallo? Hallo, Darkness, my old friend. Was machst du denn da? Ich versuche, die Karte an den Säulen in diesem Raum auszurichten. Wo ist die richtige Stelle? Muss die richtige Stelle finden. Stell dich doch auf das Mondsymbol. Durch! Mensch! Oh, Affeneimer! Come to you to talk with you again. No! No, there's a treasure! Oh, Jesus Lord! Seht ihr es blinken? Nein, there's a treasure! Scheiße! Was machst du denn da? Ich versuche, die Karte an den Säulen in diesem Raum auszurichten. Aber ich hätte doch wohl kaum... Stelle. Du musst die richtige Stelle finden. Stell dich doch auf das Mondsymbol! Ja, sind das denn die drei? Oh. I have some. Oh, wait. Da kann ich die Hand nicht reinstecken? Nicht? Echt nicht? Ist doch nicht dein Ernst. Aber was ist denn dann die Reihenfolge? Ach so. Was machst du denn da? Ich versuche, die Karte an den Säulen in diesem Raum auszurichten. Wo ist die richtige Stelle? Muss die richtige Stelle finden. Stell dich doch auf das Mondsymbol. Mensch! Also die Säule? Die hier? Dann eigentlich die hier. Hello, Darkness, my old friend. Es tut sich aber nicht. Es tut sich aber nicht. Oh nein, ich will's nicht nochmal hören. Die richtige Stelle. Muss die richtige Stelle finden. Stell dich doch auf das Mond. Es tut sich aber nicht. Ich hau hier gleich irgendwas kaputt. Ist das denn hier nicht das Mondsymbol? Bin ich doof? Ich bin nicht gereizt. Nein. Nein, alles gut. Ich mag das Spiel. Ich mag das Spiel wirklich. Nur manchmal tut es sich schwer, das zu glauben. Ist das denn nicht richtig? Das ist es. Sully, geh an diese Säule. Elena, du nimmst die an der Wand da drüben. Die nehme ich. Okay, nur reingreifen und den Hebel finden. Wirklich? Ich glaube, wir müssen sie gleichzeitig ziehen. Und wenn du falsch liegst? Ja, ich mag meinen Arm. Den benutze ich echt häufig. Es. Das klang pervers. Eins, zwei, drei. Ist das auch der richtige Hebel? Hört mal! Was habe ich gesagt? Das
Bang, das hat geklappt. Ja, echt beeindruckend. Oh, okay. Warum die Geheimniskrämerei seit Jahrhunderten? Was sollte Drake für Elizabeth finden? Das wissen wir nicht. Schatz bestimmt. Was sonst? Vielleicht immer in einer verlorenen Welt. So einfach ist es aber nie, oder? Und die Schweine in den Anzügen suchen doch bestimmt auch danach, oder? Hm. Das sind Marlos-Männer. Ich wollte den Schatz haben. Menno. Hätte ich denn da dran gekonnt? Die hat wahrscheinlich wehen. Beste der Koller. Was? Oh ne, das nächste Rätsel. Schreit er denn so? Sind das... Sind das Spartaner? Sind das... Ich weiß es nicht. Komisch. Und was für Symbole? Sowas habe ich noch nie gesehen. Weiß ich nicht. Das sieht wie ein Mechanismus aus. Jemand hat die Zahnräder überall verteilt. War das Sir Francis? Macht das hier irgendwas? Ah, I see. Hm. Ach Gott, falsche Taste. So. Give me a moment. So. Passen die denn überein? Die passen ja gar nicht. Scheiße, die passen ja gar nicht von der Größe her. Das passt dahin. Ja, und da wahrscheinlich nicht. Okay. Die muss man... Ups, die muss man der Größe her sortieren. Nehme ich mal an. Das passt ja auch nicht. Passt das auch nicht? I don't know. Danke. Das passt doch alles nicht. Die passen doch gar... Achso, vielleicht ist das hier einfach falsch. Warte mal. Ach, es gibt mehr als man braucht. Ja, sag das doch. Ja, nee. Wie zum Teufel kommt das denn da hoch? Aufgrund es von... muss noch einen Weg geben. Oh, das passt schon mal. But this here is wrong. Ciao. And... Nee, nicht die Wand schlagen, Nate. Das... Warte, Nate! Nate! Mensch! Nein, ich bin nicht aggressiv. Wie komme ich denn da hoch? Och, Nate, bitte. Manchmal stellt er sich echt an, ne? Sully, warte mal. Go. Schatzsucher Neuling. Perlensmaragd-Brosche. 20 von 100 Schätzen. Also 20%. Ich werde niemals alle 100 Schätze finden. Ich habe auch bestimmt schon 20 übersehen. Normalerweise könnte man bestimmt jetzt schon 40 haben. Könnte ich mir vorstellen. Muss nicht, könnte. Mal gucken mal hier. Nee, das ist Mumpitz. That doesn't make sense. Steht das Ding in? Passt. Warte, das passt doch, oder? Passt das nicht? Nee, Schwachsinn. Schwachsinn! Nonsense! Nonsense! Aber hier, das hier nehmen wir mal. So. Ja. Yeah.
kleines. Da, da, dann haben wir hier, dann haben wir Ditte. Haben wir da, haben wir dit, haben wir dit, haben wir dit. Dit und haben wir dit. Hui! So. Hey, der Schirm entschlüsselt die Bilder. Was siehst du? Okay, eins ist wohl ein Kreuz. Das andere zeigt vier Kreise. Das gleiche Symbol ist an manchen Zahnrädern. Die Symbole scheinen sich in entgegengesetzter Richtung zu bewegen. Okay. Was zum Teufel soll das bedeuten? Hui. Mensch, schlag doch die Frau nicht, die kann doch nichts für. Okay, und wo war das jetzt gerade zu sehen? Cool. Hey, da wollte jemand eine Beschwerde schreiben. Hey. Bist du sicher, dass sie auf einen Schatz aus sind? Nicht wirklich, nein. Ich will immer noch den Schatz von eben haben.